Bei der offiziellen Pressekonferenz zum Saisonopening des Handballclubs PT Füchse aus den Städten Bruck und Rofaiach wurden die ambitionierten Ziele für die kommende Spielzeit vorgestellt. Jörg Leichtfried, Präsident der PT Füchse, sprach von einem starken Ziel für die Mannschaft: das Erreichen der Meisterplayoffs in der HLA, der höchsten Liga in Österreich bei den Herren. Geschäftsführer Karl-Heinz Weiland hob das Saisonziel noch weiter an und betonte, dass das Überstehen des Viertelfinales ein logischer Schritt nach dem Vorjahreserfolg sei. Dies würde die Füchse ins Halbfinale befördern und zu den besten vier Teams Österreichs zählen. Wie wir gesagt haben bei der Pressekonferenz, seit Gründung 2020 sehr stark wachsen, sehr viel Zulauf von der Jugend. Und das ist das Allerwichtigste, dass es ein breites Angebot gibt in unserer Region, dass unsere Kinder gut bewegt werden. Ich sage dann immer so salopp, es ist eigentlich egal, ob das Kind Fußball, Handball oder Tennis spielt. Wichtig ist, dass Bewegungssport passiert. Und dann haben wir natürlich auch Freude, wenn ein paar im Verein bleiben und Handballer werden. Das ist ganz klar das Ziel und da sind wir sehr zufrieden. Sportlich gesehen ebenfalls. Haben voriges Jahr das Cupfinale mit den Männern erreicht. Und die Damen haben auch souverän die Liga gehalten, unsere Ziele erreicht sozusagen. Und ja, dürfen wir stolz und zufrieden sein. Die enge Verbindung zwischen Bruck und Rofaiach wurde von den Bürgermeistern beider Städte betont. Rofaiachs Bürgermeister Mario Abel sah die Spielgemeinschaft der nicht benachbarten Städte sogar als inspirierendes Beispiel für Kooperationen in verschiedenen Bereichen. Er hob die Bedeutung des Spitzensports hervor, um breiter in den Nachwuchs zu investieren. 2020, wie wir mit dem Projekt gestartet haben, haben das viele für unmöglich gehalten und haben da ein bisschen ein Problem damit gesehen. Wir haben Hoffnung geschöpft und aus dieser Hoffnung ist er der größte Handballverein Österreichs geworden und bei den Herren unter den Top 8, bei den Damen gut im Mittelfeld platziert und über 300 Kinder in der Jugendarbeit, also für uns Gemeinden, Städte Bruck und Rofaiach, ist das hervorragend. Für die jungen Leute, aber auch für das mittlere Alter und für Ältere und für die Kinder ist es zentral, dass sie in einem Verein sind. Da geht es nicht nur um Bewegung, es geht auch um Freundschaften, soziale Kontakte. Man schmiedet dort Bekanntschaften für sein ganzes Leben und ich glaube, das ist eine Stadt ohne Vereine wäre nicht möglich und wir brauchen die Vereine ganz dringend. Die Brucker Bürgermeisterin Andrea Winkelmeier unterstrich die Bedeutung des Nachwuchses und stellte fest, dass von den über 330 aktiven Spielerinnen und Spielern mehr als 250 dem Nachwuchs angehören. Wir sind natürlich unendlich stolz, die PT Füchse in Bruck an der Mur zu haben. Größter Handballverein der Steiermark, hat über Jahrzehnte lang Tradition. Ja, und ich als Bürgermeisterin kann nur sagen, die vollste Unterstützung im Rahmen unserer Möglichkeiten. Es gibt ja nicht nur Kampfmannschaften, sondern sie machen sehr viel für die Jugendarbeit. 250 Kinder werden trainiert in Bruck an der Mur, in Trofeiach und das ist schon was Besonderes und auf das gehört Augenmerk gelegt, weil gerade die Kinderarbeit ist eine ganz wichtige in unserer Stadt. Die PT-Füchse stehen vor einer vielversprechenden Saison, geprägt von ehrgeizigen Zielen und einer starken Gemeinschaft zwischen Bruck und Rofaiach.